Am 18. Oktober 1928 wurde der Filmpalast Gloria an der Merseburger Straße in Weißenfels nach nur 5 Monaten Bauzeit feierlich eröffnet. Zu dieser Zeit war es eines der bemerkenswertesten und technisch modernsten Kinobauten Mitteldeutschlands. Besonders auffällig war die große Leuchtreklame, die bis zum Ende der DDR bestand. Zahlreiche Umbauten wurden im Laufe der Zeit vorgenommen. Das kleine gläserne Büro, aus dem man einen einmaligen Blick auf die angrenzende Straße hat, war zur Eröffnung noch nicht vorhanden. Im Jahr 1940 erweiterte man das Kino um einen Luftschutzbunker. Kinobesucher empfing das Gebäude mit rosa Marmor versehenen Treppenhäusern, durch die man auf einem roten Teppich auf die Empore gelangte. Die Logen waren komplett mit Holz verkleidet. Nach dem Kinobesuch gelangte man durch 3 große Glastüren wieder ins Freie. So manch Weißenfelser kann sich noch heute an die großen handgemalten Plakate erinnern, die an der Seite des Hauses zum Filmbesuch einluden. Dank der Arbeit vieler Bürger konnte das Haus in letzter Zeit von Unrat und alten Einbauten, die von der Nutzung als Disco zeugten, bereinigt werden. Nun sucht die Stadt als Eigentümer nach neuen Nutzungsideen für das Haus. Als Stadtarchiv oder Bibliothek ist die nutzbare Fläche zu gering, denn der Charakter des Hauses muss auch im Inneren weiter bewahrt werden, was großflächige Einbauten oder Zwischendecken verhindert. Nun sind gute und vor allem umsetzbare Ideen gefragt. Die Besucher am Wochenende hatten da schon ihre eigenen Vorstellungen. Welche Erinnerung haben Sie denn ans Gloria? Pudis, 1974. Ja. Haben wir so mal im Internet versucht, das zu finden? Nicht zu finden. Nein. Nein. Das ist schade eigentlich. Was können Sie sich denn vorstellen, denn Sie sind ja heute hier, was reinkommen soll, wo das Gloria dem wieder zugeführt werden sollte? Schwierig zu sagen. Ist hier schon angesprochen worden. Stadtarchiv fände ich wäre, aber es ist bestimmt auch teuer, das zu machen. Ja, ist alles mit Geld verbunden. Also da, und Ihre Meinung dazu? Ich würde wieder sagen, ein Kino. Meist nicht. Das ist ja das Problem, weil kaum noch jemand in ein Kino geht. Zumindest hier nicht. Hier nicht. Hm. Solange wenn nicht die Großen nach Güntersdorf, ja. Aber wäre auch nicht schlecht, aber ob wir da noch hingehen würden. Ja, genau, ja, so die Kinos laufen auch. Zeit. Ja. Ja. So wie es gedacht hatten, ja, mit Kletterwand und Trampolin, ja. Sowas. Oder auch ein kleines Kino, wo bloß ein paar Leutchen reinpassen. Mit familiären Atmosphäre und so ein bisschen. Kleine Imbissbude und sowas. Also Sie haben schon Ihre Vorstellung, wenn die hier rüber mal reiche. Ja, auf jeden Fall, das muss wieder Erlebniskino werden, weil das ist. Da gibt es in Halle 1, das ist einmal frei am Zoo, ja, mit Gaststätte vorher, da kann man sich treffen mit Freunden und dann eben, wie gesagt, in kleiner Runde, muss ja nicht ein großes Kino sein, aber so ein bisschen Erlebnis, weil wie gesagt, wenn man irgendwo hin will, gerade unsere Kinder, die müssen immer nach Naumburg, nach. Und das ist blöd, also Kino fehlt im Weißenfels, das finde ich. Ja, ich finde auch, also ein Kino gehört in so eine Stadt und gerade dieses Gebäude ist ja auch exponiert und ist ja auch als Kino gebaut und ich finde, das sollte man schon als Kino versuchen erhalten zu können. Das wäre wirklich wünschenswert, auch für die nachkommenden Generationen. So. Ja, Sie denken genauso oder haben wir, also ich komme mal zu Ihnen rum. Auf alle Fälle sollte was auch für Kinder und Familien reinkommen. Das fehlt hier ganz einfach. Unsere Kinder sind jetzt schon ein bisschen größer, aber wir müssen immer was organisieren. Wenn was erlebt werden möchte hier in Weißenfels, müssen wir fahren. Das ist immer ein bisschen schade, weil wir sind ja doch eine große Stadt, die auch attraktiv ist. Und ich denke schon, also wie so ein kleines ein Trampolinpark oder vielleicht eben auch so eine Spielwelt für ganz Kleine. Oder man kann das ja auch verbinden. Sowas wäre schon schön.